So, hallo Stefan Nintendo am Start. Heute zocken wir Final Fantasy 8 auf der PlayStation 4. So, in Part 3 haben wir gegen Diabolos gekämpft und haben auch gewonnen durch eine kleine Hilfe. Und in diesem Part werden wir die nächste Mission in Timber erledigen. Und genau, dann fangen wir mal an. Wir laufen jetzt Richtung Timber. Erstmal die Magie noch bei Selten. Heute machen wir die Zugmission. Ah nein, Entschuldigung. Heute kommt die Laguna-Mission erstmal. Der Zug ist super. Ist nicht umsonst der Intercontinentalen Express. Nach Timber fahren wir sogar durch einen Unterwassertunnel. Geil, was? Mag schon sein. Das interessiert dich ja auch nicht.
Ach ja, Scroll, du musst das Ticket benutzen, um hineinzukommen. So sieht es rein. Die Tür wird entriegelt. Ich will schauen, hey, bis später. Lass uns hineingehen, Scroll. Hey, das Abteil ist für uns Seed reserviert. Boah, wow, legendär. Schön, dass es dir gefällt. Es gibt sogar Zeitschriften. Mein Hund Nummer 1 erhalten. Legendär. Dieses Abteil, gut, dass ich ein Seed geworden bin. Hey Squall, kennst du Timber? Interessiert mich nicht. Na toll, Squall. Lass mich doch erzählen. Nee, kein Bedarf. Ich will mein Wissen loswerden. Halt die Klappe. Irgendwie komisch. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. So müde. Hey, alles okay? Was zum Henker? Ah, seltsam. Hey, was ist? Was ist los? So, Leute, jetzt werden sie alle denselben Traum träumen vom Laguna, den ich jetzt hier spiele. Seine eigene Geschichte. Scheinen irgendwie in so einem Kriegsauto zu sein, so sieht's zumindest aus. Hey, hey, musst du hier parken? Na und, warum nicht? So, jetzt betrinken wir uns mal. Das Trinken ist dir ja egal, mach sie doch endlich an. Betrink dich doch einfach, dann läuft es auch mit Frauen. Kyros und Wart, ihr schätzt mich ganz falsch ein. Ich will doch mit euch beiden nur etwas trinken gehen. Die Stadt ist auf jeden Fall groß, Leute. Müssen wir da noch?
sieht so aus. Galbadia Hotel. Ich glaube, ich muss hier bezahlen. Ja. Nee, gar nicht. Schade. Ah, ich muss hier jetzt auch runter. Ich muss hier runterlaufen. Ja. Guten Abend, der Platz ist immer frei. Ich will noch ein bisschen rumgehen. Setzen wir uns hin. Danke. Ein Traum. Laguna ist mein Traummann. Yo, was geht hier ab? Was ist mit mir los? Setzen. Lasst uns saufen, bis wir umfallen. Was hätten Sie gerne? Das Übliche, ich auch. Volle Kanne. So, Laguna, das ist deine Julia. Heute solltest du mal hingehen. Ja, los. Red keinen Scheiß. Julia ist gerade im Dienst. Du hast uns noch nie enttäuscht. Geh jetzt auf die Bühne. Das ist doch lächerlich. Trotzdem, Laguna, steh auf und geh zu Julia. Mein Gott, Julia ist so nah, er tut es wirklich. Mist, ich bekomme einen Beinkrampf. Au. Wie traurig. Das kann ich nicht, ich kann Julia doch nicht bei ihrer Arbeit stören. Okay, dann geh mal zurück zu den Jungs. Gut gemacht, Mission beendet, setz dich. Das hab ich dir nicht zugetraut, jetzt kriegst du einen Pluspunkt. Aber du hast dich vor Julia etwas daneben benommen. Männlichkeit minus 3 Punkte. Sagt, was ihr wollt. Puh, bist du schon Julian? Julia, Entschuldigung. Ah, boah, Laguna, wir werden jetzt gehen. Was ist denn? Bleib doch noch ein bisschen. Wir spendieren dir alles, lass dir ruhig Zeit, Laguna. Julia, darf ich mit hier hinsetzen? Boah. Oder störe ich gerade? Absolut nicht. Bitte, bitteschön. Wow, das ist die echte Julia. Was mache ich? Kiros, wart, helft mir doch. Was soll ich sagen? Gott, ist sie schön. Denkt er überhaupt irgendwas? Hast du dich etwas beruhigt? Irgendwie schon. Wie geht's deinem Bein? Ach, das passiert regelmäßig. Das ist nicht so schlimm. Jedes Mal, wenn ich aufgeregt bin, krieg ich Beinkrämpfe. Warst du aufgeregt? Ja klar, auch jetzt noch. Ach komm, ich will nicht, dass jemand wegen mir nervös wird. Tut mir leid. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir nicht zu mir ins Zimmer? Dein Zimmer? Naja, hier ist nicht der richtige Ort. Die ganze Umgebung lauscht uns. Aber nur, wenn du willst. Ich wollte immer mit dir reden. Magst du nicht? Doch. Ich warte auf dich. Ich sage dem Hotelier am Eingang Bescheid. Das ist ja wie ein... Das ist ja wie im Traum. Hoffentlich ist das ein Traum. Nein, das ist kein Traum. Real ist es auch nicht. Julia will mit mir reden, der denkt zu viel. Mit mir alleine, was machst du? Jetzt, Laguna, mach, was du willst. Bisher habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich alleine geredet habe. Heute werde ich Julia reden lassen. Ich werde sie mit meinem 6-Apial verführen. Also gut, dann gehen wir zur Julia ins Zimmer. Anscheinend muss ich zahlen. Wo ist das Zimmer von Julian? Julia, Entschuldigung. Jujuju, du gehst wirklich hin? Sie sind Herr Laguna, wir haben die Nachricht erhalten. Ich werde sie ins Zimmer von Miss Julia begleiten. Nett, dass du gekommen bist. Ja, finde ich auch. Danke für die Eingeladung. Setz dich. Eingeladung. Zu schnell gelesen. Er scheint wieder nervös zu sein.
Willst du schon gehen? Wir haben doch nicht einmal geredet. Nein, nein, so ist es nicht. Ich bin ein großer Fan von dir, von daher etwas aufgeregt. Ich habe dich sehr oft gesehen. Du hast mich gesehen? Du hast mich immer angelächelt, nicht wahr? Ich mag deine Augen, auch wenn sie jetzt etwas verunsichernd sind. Komm, ich tu dir nichts an. Ich will mit dir unterhalten und dir in die Augen schauen. Lass uns was trinken. Magst du Rotwein? Das darf nicht wahr sein. Eigentlich hasse ich Kriege, aber ich komme dadurch viel um die Welt. Verstehst du, was ich meine? Außerdem bin ich immer mit Kiros und Bar zusammen. Das sind meine besten Freunde. Wir können ja mal zusammen was trinken gehen. Okay, okay. Und was wollte ich noch sagen? Später will ich Journalist werden. Dann kann ich jedem berichten, was ich auf der Welt erlebt habe. Im Ernst, der Typ hat sich ja bei ihr schon eingenistet. Ach ja, neulich wurde mein Beitrag in einer Zeitschrift veröffentlicht. Das war echt eine Freude. Das war großartig. Ja, bestimmt. Genau, und dazu kam, ich lasse dich ja gar nicht zu Wort kommen. Erzähl mal was du später machen willst und ähnliches. Ich will nicht nur Klavier spielen, sondern auch singen. Das würde ich gerne hören. Nur wenn's klappt, mir fiel bisher kein guter Text ein. Ach so, das ist auch bestimmt nicht einfach. Ich denke aber, dass ich durch dich eine schreiben kann. Durch mich? Ja, genau. Du hast mir all deine Gefühle gezeigt, deine Schmerzen, deine Freude, deine Sorgen und deine Wärme, die durch deine Augen dringt. Du hast mir wirklich geholfen, das wird bestimmt ein guter Text. Wahnsinn, es ist wie ein Traum. Siehst du, das ist kein Traum. Laguna, eine neue Mission, schnell in die Residenz. Können wir uns wiedersehen? Aber klar, ich muss doch unbedingt dein Lied hören. So, der Traum von Laguna ist vorbei. Durchsage, nächster Halt, Timba, Timba. Haben wir alle geschlafen? Das war doch nicht etwa Betäubungsgas. Die Seeds sind nicht überall beliebt. Das hat was auf sich, wir sollten vorsichtig sein. Hat man uns bestohlen? Hat man uns was angetan? Scheint nicht so. So ein Glück. Ich bin okay. Ich hatte einen schönen Traum. Ich hab euch geträumt. Ich hab auch geträumt. Ein schöner Traum war es zwar nicht. Ich hab geträumt, ich wäre ein Vollidiot. Durchsage, in Kürze erreichen wir Timba. Wir bitten sie darauf zu achten, dass sie nichts zurücklassen. Laguna war echt super toll. Ich habe auch von Laguna geträumt. Ein galbadianischer Soldat, oder? Laguna, Kiros und Ward? Was? Ja, genau. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Nachdenken nutzt jetzt nichts. Denken wir lieber an unsere Mission. Sie hat recht. Legen wir diesen Vorfall zu den Akten. Ich werde es dem Direktor berichten, wenn wir wieder zurück sind. Ja, wir sind ja gleich da. So, jetzt geht's auf. Ich auch. Okay. Jetzt haben wir Kinder erreicht. Es scheint eine noch größere Stadt zu sein. Erzähl keinen Unsinn, im Wald leben doch Wollen. Was machst du denn da? Sind sie das? Sie haben aber die Geheimparole nicht gewusst. Hol sie einfach her, verdammt. Die sind teuer. Was ist denn, wenn sie wieder zurückfahren? Willkommen in Timba. Folgt mir bitte. Willkommen, hey. Bring hier nicht ein. Entschuldigung, komm bitte hierher. Warum mache ich eigentlich Unsinn? Ton, ihr seid also die Seeds, ich bin der Anführer Skull, rechts Sel, links von mir Selfie. Schön euch kennenzulernen, ich bin der Anführer der Waldeule. Er gibt ihnen einfach nicht die Hand. Was müssen wir für euch tun? Immer mit der Ruhe, wir wollen uns erst einmal vorstellen. Den Bots kennst du schon. Fehlt nur noch unsere Prinzessin. Unsere Prinzessin macht gerade ein Nickerchen. Schon wieder?
Squall, tu mir bitte einen Gefallen und weck bitte unsere Prinzessin. Die Stufen hoch geradeaus und ganz hinten links. In den anderen Räumen sind noch unsere Mitglieder. Wenn du Fragen hast, kannst du sie ihnen stellen. Wurden wir als Laufburschen angestellt? Seid ihr jetzt böse? Wir sind keine Sklaven, wir sind die Seeds. Das ist das letzte Mal, dass ich solche Anweisungen befolge. Okay, gehen wir mal abspeichern. Du bist doch, wir haben zusammen getanzt. Bist du etwa ein Seed? Ich bin der Anführer Squall, unten warten noch zwei andere. Die Seeds sind gekommen, bleibt locker. Ich bin wirklich froh darüber. Ich hatte den Auftrag schon vor Ewigkeiten an den Garten geschickt. Ein Glück, dass ich direkt mit Direktor Kid gesprochen habe. Verstehe, du hast während der Feier unseren Direktor gesucht? Kennst du Kiffer? Ja. Er ist derjenige, der mir Direktor Kid vorgestellt hat. Euer Direktor ist wirklich, ne? Ich dachte, dass die Seeds unseren armen Gruppen nicht antworten, aber als ich mit dem Direktor sprach, war er sofort für uns. Da ihr jetzt hier seid, können wir nun sämtliche Pläne durchführen. Huch, ich gehe jetzt wieder runter. Okay, lass uns los. Ist er auch da? Wer? Käfer? Nein, er ist kein See. Ach so. Ach ja, ich heiße... So, Rinoa? Cooler Name, Rinoa. Rinoa, schön dich kennenzulernen, Squall. Ach ja, seit wann können Sie eigentlich tanzen? Es könnte ja sein, dass wir während einer Mission jemanden bei einem Tanzabend kontaktieren müssen. Wir sind eben auf alles vorbereitet. Puh, das gehörte... Also für dich bloß mit zum Job? Dabei war es... War es was? Ich will sie dir vorstellen. Das ist meine Partnerin, ihr Name ist... Angel. Der Köter heißt Angel. Willst du wissen, was Angel alles kann? Rinoa benutzt ihren Hund Angel. Im Statusmenü kann Angel Spezialtechniken erlernen. Angel Sturm. Im vierten Fenster erscheint eine Liste der Spezialtechniken, die Angel erlernen kann. Die Balken rechts zeigen, wie weit der Lernprozess vorangeschritten ist. Wie ein Balken voll ist, bedeutet, dass der Hund diese Technik beherrscht. Wenn er hingegen noch nicht voll ist, heißt das, dass der Hund diese Technik noch erlernen muss. Um eine neue Spezialtechnik zu erlernen, muss die Technik ausgewählt und mit X bestätigt werden. Rinoa braucht jetzt nur noch herumzulaufen, damit Angel die Technik erlernt. Wenn dabei eine Technik ausgewählt wird, die schon erlernt worden ist, erscheint beim Verlassen dieses Menüs eine Warnung. Soll nichts hinzugelernt werden. Wenn Techniken noch zu erlernen sind, sollte man sie anklicken. Welche Techniken erlernt werden können, erfährt man beim Lesen der Zeitschrift Mein Hund. Nach der Lektüre dieses Heftes sollte man immer das Menü überprüfen. Soviel zur Spezialtechnik von Rinoa. Siehst du, ich muss jetzt etwas Wichtiges erledigen, sei also brav, Angel. Ich gehe schon mal vor. Möchte gestreichelt werden, der Hund. Gell, Hundi? So. Zeit hätte ich noch, um die Mission zu machen. Sel und Selfie. Schön euch kennenzulernen. Hierher. So, hört mir bitte zu. Die nächste Mission ist extrem wichtig. Der Name Waldeule wird auf der letzten Seite von der Unabhängigkeitserklärung stehen. Aufregend, was? Alles fing damit an, dass wir das Geheimdokument aus Galvadia bekamen. Ich hab's besorgt.
Es war die Rede davon, dass ein Super VIP Temba besuchen soll. Super VIP? Es ist der Galbadia-Präsident Vincent Delling, der Unhold Vincent Delling. Es wird selbst von der Galbadianern geheim. Er ist im Grunde ein Direktor. Delling wird mit dem Sonderzug aus der Hauptstadt hierher fahren. Wir haben vor diesem Zug mit einem Raketenwerfer in die Luft zu jagen, richtig? Nein, sowas Brutales nicht. Ja, was jetzt? Erzähl mal ein bisschen genauer. Dann sollten wir mal anfangen. Ich werde es anhand dieses Modells erklären. Der gelbe Zug ist unsere Eule. Attrappe und das nachgebaute Attrappe. Hier unten von links nach rechts der Triebwagen und der Wachwaggon 1. Der Präsident sitzt im roten Präsidentwaggon. Und der letzte ist der Wachwaggon 2. Zunächst springen wir rüber. Unser Hauptziel ist es, die Attrappe mit dem Präsidentenwagen auszubauen. Anschließend werden wir denen mit Waggon mit der Eule entführen. Dazu müssen wir die Wachen an insgesamt 2 Punkte umschalten. Wir haben die gesamte Mission in 7 Arbeitsschritten aufgeteilt. Wache 2 einholen und aufs Dach. Dazu müssen wir von der Attrappe zur Wache 2 hinüberspringen. Und auf der Wache 2 vorarbeiten. In der Wache 2 befinden sich Soldaten mit Sensoren. Da war wohl ein Technik-Freak am Werk. Wie man den Sensoren ausweicht, erzähle ich später. Bis zum Präsidenten voranpirschen, Entschuldigung. Auf dem Präsidenten kannst du normal laufen. Technik. Passt moderne Technik, daher niemand in seiner Nähe solche Geräte. Die Kopplung vom Wache 1 trennen. Wenn wir es nicht bis zur ersten Weiche schaffen sollten, dann macht es Boom. Ganz genau, daher müssen wir uns beeilen. Über die Trennung erzähle ich später. Nach der Abtrennung fahre Attrappe und die Eule hinein. Wenn alles glatt läuft, werden wir Attrappe und Eule dazwischen geklemmt. Danach fahren alle Waggons in einer Reihe. Jetzt die Kopplung Wache 2 trennen. Das ist die zweite Abtrennung. Es läuft genau wie beim ersten Mal. Nach der Trennung werden Eule und Präsident entfallen. Wenn alles klappt, werden nun Eule und Präsident ausgeklickt. Danach können wir uns auf das Meeting mit dem Präsidenten vorbereiten. So, auf Wache 2 hinaufsteigen, auf Wache 2 vorarbeiten, auf Präsidenten vorpirschen, die Kopplung von Wache 1 trennen, Attrappe und Eule einklicken, die Kopplung von Wache 2 trennen, Eule und Präsidenten wegfahren. Renoir, für diese 7 Arbeitsschritte haben wir ca. 5 Minuten. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir wahrscheinlich tot, vergiss das bitte nicht. 5 Minuten, reicht das? Wir haben simuliert und nur 3 Minuten dafür gebraucht. Wir haben simuliert und nur 3 Minuten dafür gebraucht. Ihr seht's, müsstet es schaffen. Klar, das geht locker. So, über den Sensor von Wache 2 wird euch Wort was erzählen. Die Soldaten verwenden 2 Arten von Sensoren. Den Geräusch- und den Temperaturensensor. Der Geräuschsensor reagiert auf Geh- bzw. Laufgeräusche, den benutzt der blaue Soldat. Der Temperaturensensor reagiert dann, wenn jemand auf einer Stelle stehen bleibt. Den besitzt der rote Soldat. Wenn sie die Jalousien aufmachen, tasten sie die Umgebung auf. Ihr müsst aber nur auf die Fenster direkt runter euch aufpassen, da die Reichweite sehr klein sind. Und wie werde ich nicht erwischt? Beim blauen Geräuschsensor stoppt, beim roten Temperatursensor weiter. Eine Jalousie unter euch aufgeht, müsst ihr einfach dementsprechend handeln. So viel zum Thema Sensoren. Nun zum Thema Abtrennung der Waggons, Wache 1 und Wache 2. Frage, wie soll ich denn die Kopplung während der Fahrt trennen? Normalerweise kann man die Kopplung während der Fahrt nicht trennen, aber wenn wir das System umgehen geht's. Sobald die Kupplung getrennt wird, lösen sich die Waggons vor allem alleine. Dazu müssen wir einige Codes per Hand eingeben. Wir haben auch die Code-Tabelle, die hat Riona. Rinoa, ich werde die Codes durchsagen. Die Eingabe der Codes übernimmt der Anführer Source Call. Hör mir jetzt bitte gut zu. Ein Code besteht aus 4 Zahlen zwischen 1 und 4, wie zum Beispiel 2341. Auf der Tafel, die du bedienst, befinden sich 4 Tasten. X, Dreieck, Kreis und Viereck. Um die Zahlen einzugeben, musst du, wenn der Code 3124 lautet, Viereck, Kreis, X und Dreieck drücken. Dann ist die Eingabe komplett. Hier ist eine schnelle und präzise
präzise Eingabe nötig. Für einen Code hast du 5 Sekunden. Wenn du das nicht schaffst, wird der Code geändert und die bisherigen Eingaben werden alle ungültig. Wenn die Eingaben erfolgreich sind, wird der Strom abgeschaltet. Daraufhin lösen sich die Waggons. Dann musst ihr warten, bis die Weichen umgestellt sind. Dieser Vorgang macht ihr zweimal, daher solltet ihr die verbleibende Zeit gut abschätzen. Wollen wir das einmal probieren? Du musst es dreimal schaffen. L1 kannst du abbrechen. So. Bei 4. Oh Mann, das ist viel zu schnell. 3, 2, 3, oh Mann. So, jetzt habe ich es geschafft. 3, 4, 5, 6. Das ist viel zu schnell, Leute. Wie sieht's aus? Nachher hast du auch einen Zeitlimit. Vergiss das nicht. So, Ende der Besprechung. Ist eigentlich egal, aber warum sieht das Modell der Präsidentenwaggon so unfertig aus? Die anderen Modelle haben wir gekauft, aber den Präsidentenwaggon hat Rinoa gebastelt. Jetzt verstehe ich. Ich habe mich auch gefragt, warum er so ätzend aussieht. Stimmt eigentlich. Ah, sehr witzig. Das war Absicht. Absicht. Mein Hass auf Dealing hat sich in dieser Form gezeigt. Ah, Hass. So. Du hast ihn wirklich so sehr, dass du das Modell, da er derart versaut hast, verstehe, so interessant. Arg, das ist doch egal, Ende der Besprechung. Verstanden? Ja. Jetzt bilden wir die Gruppe. Ich sammle Informationen. Oh, mein Wagen. Sie fährt los. Ich gehe mal kurz gucken. Sagt uns Bescheid, wenn ihr bereit seid. Lasst euch aber bitte nicht zu viel Zeit. Speichern jetzt ab. Machen und genau vieles weitere erkläre ich euch dann. Dann abonniert meinen Kanal Stefan Nintendo und danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao.